Putins Krieg. Russlands Nachbarländer fühlen sich bedroht. Russland führt seinen Angriff gegen den Westen nicht nur mit Waffen, auch mit Worten. Спасибо всем, кто приехал. Всем, кто не смог приехать, тоже спасибо. Вы приедете в следующий раз. Sommer 2022. In Köln treffen sich Unterstützer Putins. Sie und andere werben in Deutschland für die Politik der russischen Regierung. Viele verteidigen auch den Angriff auf die Ukraine. ZDF Zoom fragt, wer sind die Drahtzieher der Propaganda? Was sind ihre Ziele? Immer häufiger ist Deutschland Ziel russischer Propaganda. In den sozialen Medien, bei öffentlichen Veranstaltungen, sogar in der Politik. Mit Propaganda versucht Russland, Einfluss zu gewinnen, Meinungen in Deutschland zu beeinflussen. Steven Broschardt ist Datenanalyst. Seit Jahren unterstützt er Polizei und Staatsanwaltschaften bei der Internetrecherche. Für ZDF Zoom analysiert er pro-russische Propaganda, sucht nach einflussreichen Accounts. Bei seinen Recherchen im Netz stößt er immer wieder auf die gleichen Influencer. Also wenn wir uns mal die deutschsprachigen Propagandisten anschauen, dann fallen drei Akteure auf. Allen voran Alina Lipp. Alina Lipp ist ja eine junge Frau, Ende 20, war früher auch bei den Grünen politisch aktiv. Und sie kooperiert mit Thomas Röper. Thomas Röper ist bereits während der Corona-Pandemie mit verschwörungstheoretischen Inhalten aufgefallen. Und dann haben wir noch einen dritten Akteur, Sergej Filbert. Sergej Filbert ist vor allem im russischsprachigen Raum sehr, sehr aktiv. Sergej Filbert ist gleich mit zwei Kanälen auf YouTube unterwegs. Einer nennt sich Druschba, was übersetzt Freundschaft bedeutet. Die Internetseite von Thomas Röper heißt Der Antispiegel. Und auch eine junge Frau ist im russischen Propagandanetz allgegenwärtig. Ihr Name? Alina Lipp. Warum finanziert ihr diesen Mord an der Zivilbevölkerung? Setzt euch dafür ein, dass diese Waffenlieferungen aufhören. Alina Lipp wird 1993 geboren. Ihr Vater ist Russe, die Mutter Deutsch. Sie hat in Deutschland studiert, machte ihren Master in Nachhaltigkeit. Von 2015 bis 2020 ist sie Mitglied bei den Grünen. Mit ihrer Mutter nimmt sie an Corona-Protesten teil. Im Internet nennt sie sich Friedensjournalistin und verbreitet seit 2019 russische Kriegspropaganda. Die Menschen fangen vor meinen Augen an zu heulen und erzählen mir von diesen Schandtaten, die die ukrainischen Nazis an ihnen verüben. Frontbesuch. In den zahllosen Internetvideos Alina Lipps lebt die russische Propaganda. Putins Truppen verklärt zu Heilsbringern. Es sind nicht die Russen, die Bösen. Die Russen nehmen gerade, ganz platt gesagt, den Nazis die Waffen weg. Dadurch, dass es ja sich um eine junge Frau handelt, wirkt in erster Linie erstmal harmlos und sie wirkt überzeugt von dem, was sie tut. Und das macht sie natürlich insgesamt sehr, sehr glaubwürdig. Das ist ein Riesenunterschied zu anderen Propagandisten, wo ja dann auch viel, viel mehr Schärfe in der Rhetorik zu finden ist, dass sie hier eher weich herüberkommt. Alina Lipp lebt inzwischen sogar im russisch besetzten Donbass. Ihrem Telegram-Kanal Neues aus Russland folgen knapp 200.000 Menschen. Die ukrainische Armee wird von ihr als Mördergruppe beschrieben, die wahllos Jagd auf Kinder und zivile Opfer mache.
Alina Lipp hat beste Kontakte in die Schaltzentralen russischer Macht. Schnappschüsse auf einem ihrer Accounts zeigen sie mit Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums und eine der einflussreichsten Frauen Russlands. Danilo Höpfner kennt diese Frauen. Er arbeitet für die Friedensbewegung Memorial, die 2022 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. In Russland werden Mitglieder von Memorial bedroht und verhaftet. Natürlich, das ist schon aus Seiten des Kreml ein gelungenes Produkt, wie man es gerne haben möchte. Ja, eine attraktive junge Frau, der man gerne zusieht, der man gerne zuhört. Das spricht ja viele Menschen auch an. Sie kann in der Tat reden, aber inhaltlich ist das so obskur, was sie da von sich gibt. Sie tritt in Uniform der russischen Armee auf, mit dem Z-Zeichen, und verkauft sich dann als Journalistin in ihren Beiträgen. Das ist unglaubwürdig. Gegen Alina Lipp ermittelt inzwischen in Deutschland die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf: die Verbreitung von Kriegspropaganda, konkret der Belohnung oder Billigung von Straftaten. Auf nahezu allen großen Internetplattformen ist Alina Lipp vertreten. Auftritte wie auf Telegram machen sie zu den wichtigsten deutschsprachigen Vertreterinnen russischer Kriegspropaganda. Wir möchten von ihr wissen, ob sie vom russischen Staat dafür bezahlt wird. Eine Interviewanfrage wird abgelehnt, aus Zeitgründen. Schriftlich erhalten wir eine Antwort von ihrem Webteam, das Alina Lipp unterstützt. Alina erhält keine Bezahlung oder Unterstützung von Stellen der Russischen Föderation. Sie finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Spenden und durch die familiäre Unterstützung ihrer Eltern. Eine Aussage, die wir nicht überprüfen können. Sicher ist hingegen, dass sich Alina Lipp kompromisslos in den Dienst des Kreml stellt. Was Frau Lipp da auf ihren Kanälen treibt, hat mit Journalismus nichts, aber wirklich überhaupt nichts zu tun. Das ist klassische Propaganda. Und jetzt funktioniert das über ein junges, weibliches Gesicht im Sinne des Kreml. Das ist Frau Lipp. Zu den Mitstreitern Alina Lipps gehört der russlanddeutsche Online-Aktivist Sergei Viktor Filbert. Sie kennen sich, betrieben gemeinsam ein YouTube-Projekt. Als 17-Jähriger wandert Filbert mit seiner Familie aus Sibirien nach Deutschland ein. Russland hält ihr bis heute die Treue. Es ist nicht dem Russland verschulden als Land, dass es passiert ist. Das ist Russlands Reaktion. Und wenn Sie in China fragen oder in Indien, dann sagen sie ja. Die haben die gleiche Meinung. Das Westen hat Russland provoziert, hat zwei Brüdervölker erstmal in Ukraine auf sich aufeinander gehetzt, dass sie sich töten. Übrigens, das Töten in diesem Bürgerkrieg haben nicht die Donetsker und nicht Luganska Menschen begangen, sondern ukrainische Einheiten und die Nazis. Russland mache vieles richtig, sagt Filbert. In Deutschland engagiert er sich seit Jahren für die deutsch-russische Freundschaft, organisierte bereits 2016 sogenannte Friedensfahrten von Berlin nach Moskau. Im russischen Staatsfernsehen tritt er zusammen mit dem NATO-Kritiker Rainer Rotfuß auf, heute ein AfD-Funktionär. Sergei Filbert betreibt den YouTube-Kanal Golos Germani, die Stimme Deutschlands. Er nimmt Nachrichtenbeiträge aus dem deutschen Fernsehen, kommentiert sie, fügt seine eigene Meinung hinzu und übersetzt alles ins Russische. Mit 250 Millionen Videoabrufen gehört sein Kanal zu den reichweitenstärksten Russlands. Steven Broschardt hat den Kanal für ZDF Zoom ausgewertet. Filberts Filme seien einseitig und zeichneten ein verzerrtes Deutschlandbild. Das Projekt Golos Germani, was sich ja primär an russischsprachige Menschen richtet, das existiert ja schon länger. Er selber positioniert sich zwar mit diesem Projekt als reiner Übersetzer politischer deutscher Reden, aber wenn man sich eben dort die Inhalte anschaut, dann ist ganz klar, wir haben hier eine eindeutig kontra-westliche Positionierung. Interviews im deutschen Fernsehen gibt Sergei Filbert nur sehr selten. Lange haben wir uns um ein Gespräch mit ihm bemüht. Wir möchten von ihm wissen, was sind seine Gründe, warum betreibt er pro-russische Propaganda? Wenn man alle
transatlantische Aktion sich mal ehrlich anschaut, egal für was für ein Zweck die dienten, Demokratie, Diktator stürzen, am Ende gab es immer was, Krieg. Und das wollte ich verhindern. Sie gelten heute in den deutschen Medien als einer der wichtigen Propagandisten des Kreml. Wenn ich Ihnen zuhöre, bin ich mir gar nicht sicher, sehen Sie das als Beleidigung? Oder sehen Sie es vielleicht sogar als Kompliment und sagen, eigentlich ist das, was Russland macht, richtig? Es ist für mich erschreckend, weil 140 Millionen Russen sind ja nicht Putin. Ich habe dort Verwandten. Das heißt, das kann auch sein, wenn Westen jetzt noch 3 Jahre Waffen liefert, dass meine Verwandten im Krieg müssen und sterben. Und ich will nicht, dass meine Kinder oder meine Bekannten aus Deutschland an der ukrainischen Front gegen meinen Verwandten kämpfen, egal wer recht hat. Filberts zweiter YouTube-Kanal heißt Druzhba FM mit knapp 23.000 Abonnenten. Gezeigt wird auf dem Kanal unter anderem auch eine sogenannte Talk-Sendung mit dem Namen NATO-Untersuchungsausschuss. Einer seiner Gäste, der Verschwörungstheoretiker Markus Fiedler, mit scharfen Vorwürfen gegen die USA. Sie wollen DNA-Proben von Russen haben, weniger von Ukrainern. Es ist die Frage, wozu wollen Sie das? Es geht hier anscheinend um Biowaffenforschung und es geht um Waffenforschung, die sich nur auf eine Ethnie bezieht. Vorwürfe, die Filbert unkommentiert stehen lässt. Kritik an Russland, Fehlanzeige. Auf seinen Internetseiten wirbt er für die deutsch-russische Freundschaft und macht Werbung für Russland. Ich habe mir einige Sendungen angeschaut vom sogenannten NATO-Untersuchungsausschuss. Was ist so Ihre Motivation gewesen, die NATO in der Form zu kritisieren? Ich als Bürger Deutschland muss für mich und meine Kinder, ich habe 3 Kinder, entscheiden. Ist NATO für mich gut? Sind NATO-Kriege für mich gut? Sind NATO-Erweiterung, ist NATO-Erweiterung für mich gut? Und ich würde sagen, nicht. Weil wenn ich dieses Jahr meine Rechnung nicht zahlen kann, weil Russland Gas abkappt, weil Deutschland Waffen nach Ukraine liefert, dann weiß man, das ist falsch. Bei Druzhba FM ist es so, Druzhba FM soll eigentlich als ja freundschaftliche Brücke zwischen unterschiedlichen Ländern eben dienen. Wenn man sich aber mal die Inhalte anschaut, dann wird es eigentlich vollkommen konterkariert, denn die Inhalte sind sehr, sehr aggressiv und kontra Westen. Dass sie gegen den Westen sind, zeichnet viele der Propagandisten aus, die im Internet unterwegs sind. Thomas Röper gilt ebenfalls als ein enger Vertrauter Alina Lips. Gemeinsam produzieren sie Propagandaclips, die auf Telegram-Kanälen und YouTube veröffentlicht werden. Thomas Röper ist auch Buchautor, Blogger, Kriegsberichterstatter, hier unterwegs im Donbass. Im russischen Staatsfernsehen spricht er über Deutschlands angebliche Unfreiheit. Ich betreibe seit dem Verbot von Russia Today und Sputnik in Deutschland das letzte Portal, das übrig geblieben ist, das andere Standpunkte vertritt. Seit 2013 betreibt Röper die Internetseite Antispiegel. Er arbeitet von St. Petersburg aus. Hier verbreitet der studierte Finanzwirtschaftler russische Propaganda, leugnet Kriegsverbrechen. Den Vorwurf, als Propagandist zu wirken, weist Röper auf Zoom-Anfrage zurück und erklärt schriftlich: Es wäre schön, wenn man sich mit meiner Arbeit, meinen Quellen und meinen Argumenten auseinandersetzen würde, anstatt Kampfbegriffe zu benutzen. Dr. Susanne Spahn ist Politologin. Sie ist Russland-Expertin und hat sich viel mit der Arbeit russischer Propagandisten beschäftigt. Das Interview mit ihr müssen wir an einem anonymen Ort drehen. Immer wieder werde sie bedroht. Das habe mit ihrer Arbeit zu tun. Sie spricht über die Ziele der Meinungsmacher. Die Strategie ist ja, die Unzufriedenen anzusprechen, den Unmut zu schüren. Und das sehen wir jetzt mit Blick auf den Ukraine-Krieg sehr deutlich. Es werden also Existenzängste geschürt über einen wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands. Dann wird die Gefahr des Dritten Weltkrieges beschworen oder eines Nuklearkrieges. Natürlich haben die Leute Angst. Die Ängste sind da und die werden dann ganz geschickt aufgegriffen und instrumentalisiert für politische Zwecke. Wie das funktioniert, zeigt ein Fall aus Berlin aus dem Jahr 2016. Russische Staatsmedien pushen die angebliche Vergewaltigung eines 13-jährigen Mädchens deutsch-russischer Eltern. Die Täter angeblich Südländer. Es ist ein russischer Propagandacoup.
Russlands Außenminister Sergei Lavrov wirft den deutschen Behörden die Vertuschung der Vergewaltigung vor. Ein scharfer Vorwurf, ohne Substanz. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft entzaubern den Fall Lisa schließlich als Fake News. Russische Propaganda folgt einem Muster. Ängste werden geschürt, das politische System in Deutschland schlecht gemacht. Im Netz und auf der Straße. Dahinter steckt ein Kalkül, vermuten Experten. Die Bilder von öffentlichen Veranstaltungen lieferten Munition für die Propaganda im Netz und in den russischen Medien. Leverkusen, Juni 2022. Gemeinsam mit Rechtsradikalen machen russische Putin-Fans Öffentlichkeitsarbeit. Und wir wollen in Deutschland nicht länger Knechte der Amerikaner sein. Wir wollen nicht Knechte der NATO sein, sondern wir müssen endlich lernen, eigene Interessen zu formulieren. Zu den Initiatoren der Kundgebung zählt Markus Beisicht, ein Rechtsanwalt, der schon lange in der Politik aktiv ist. Nach Anfängen in der CDU wird er Funktionär rechtsradikaler Gruppen wie der Republikaner und Pro-NRW. Jetzt gehört Beisicht zu den Gründern eines russisch-deutschen Vereins. Der Name Die Brücke. Für ihn gehe es um Freundschaft beider Staaten und einen Gegenpol zur kremlkritischen deutschen Berichterstattung. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Ich erlebe, wenn wir unsere Medien erleben, da gibt es nur eine Sicht. Da steht man auf der richtigen Seite. Da gibt es wie in primitiven amerikanischen Filmen, da ist das Gute und das Böse. Schwarz-Weiß-Töne gibt es nicht. Das Böse muss verdammt werden. Da gibt es, ist alles schlecht beim Bösen. Und beim Guten ist alles gut. Und jetzt erleben wir eine andere Sicht der Dinge. Da machen Sie sich also nicht zu einem Sprachrohr der russischen Außenpolitik. Die Frage ist sicherlich berechtigt. Es gibt natürlich keinerlei Befehle oder Vorgaben von Russland oder von anderen Stellen. Das Engagement hat sich aus eigenen Schlussfolgerungen entwickelt. Russland-Freunde gibt es aber auch direkt im Deutschen Bundestag. Viele sind Politiker aus den Reihen der AfD, die Stimmung gegen den Westen und die Ukraine machen. Einer von ihnen ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Eugen Schmidt. Хотят ли русские войны? Wollen die Russen Krieg? Sicher nicht. Ein Statement. Nur wenige Tage vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine. Doch den Vorwurf russischer Propagandatätigkeit bestreitet der Abgeordnete. Ja, ich kann immer wieder die Beispiele aus meinem Leben nennen. Also, dass ich als fünfte Kolonne Putins dargestellt wurde, obwohl ich nie über Putins Politik gesprochen habe. Mich interessiert diese Politik eigentlich gar nicht. Der Facebook-Account des Abgeordneten zeigt hingegen dieses Bild. Da werden westliche Sanktionen von ihm in Frage gestellt. Waffenlieferungen an die Ukraine kritisiert. Vielen ist das selbst in der AfD zu russlandfreundlich. Schmidt hingegen findet auf seinem Facebook-Account deutliche Worte für Russlands Einmarsch kurz nach dem Kriegsausbruch. Seit 2014 sind tausende Zivilisten im Donbass getötet worden, meist ethnische Russen. Dass Russland diese Menschen nicht gleichgültig sein können, ist verständlich. Im russischen Staatsfernsehen wird der AfD-Politiker zum Kronzeugen angeblicher deutscher Missstände. Selbstverständlich werden die Medien in Deutschland komplett von der Regierung kontrolliert. Alternative und oppositionelle Meinungen sind nicht vertreten. Doch mit russischer Propaganda habe all das nichts zu tun. Schmidt fühlt sich falsch verstanden. Ich wurde auch meistens falsch zitiert. Also mir wurde zum Beispiel Zitat vorgeworfen, in Deutschland gibt es keine Demokratie und keinen Rechtsstaat mehr. Das habe ich nie gesagt, beziehungsweise ich habe einfach mal auf Demokratiedefizite hingewiesen. Und ich sehe das als Pflicht, auch auf diese Defizite hinzuweisen. In Russland ist Eugen Schmidt inzwischen ein populärer Mann, weiß Sergei Medvedev. Er ist Politologe und gehört zu den Unterstützern der Vereinigung Journalists in Need. Sie helfen in Not geratenen russischen Journalisten.
Russland und russische Propaganda braucht solche Menschen wie Eugen Schmidt. Und durch diese Kommentare schafft Russland und russische Propaganda dieses Bild, dass in Deutschland die Mehrheit der Menschen anders denkt. Das ist eine gezielte Strategie. Der Politologe verfolgt die russische Propaganda, insbesondere die deutschsprachigen Internetangebote. Für Medvedev sind sie Instrumente Putins im Kampf gegen westliche Demokratien. Das sind keine Medien, das sind Instrumente zur Desinformation und zur Destabilisierung, die auch im Ausland genutzt werden. Das ist eine politische Waffe und spätestens seit der Annexion der Krim, seit 2014, nutzt der Kreml das verstärkt. Und das ist eine ernstzunehmende Gefahr für die Demokratie in der EU. Zum Desinformationsprogramm des Kreml gehören auch eigene Fernsehanstalten. Der Fernsehsender Russia Today verfolgt eine Strategie. Der Sender wurde vom russischen Staat ins Leben gerufen mit einer klaren politischen Vorgabe. An der Gründung 2005 hatten wir uns vorgenommen, objektiv über Russland zu berichten. Und wir versuchen, was ich betone, das Monopol der angelsächsischen Medien zu brechen. Inzwischen wurde Russia Today umbenannt. Der neue Name schlicht RT. 2014 kam der Sender nach Deutschland. Nach eigenen Angaben eine unabhängige Stimme, die Europas Herrschenden ein Dorn im Auge sei. Jahrelang arbeitete der Investigativjournalist Daniel Lange für den russischen Sender. Hunderte von Fernsehreportagen produzierte er zuvor für Sat.1, BBC oder Weiß. Dann lockte das Geld. 2016 steigt er bei RT ein. Bei Russia Today war es natürlich so, dass das Geld verlockend war. Es war ein sehr hohes Gehalt. Man kann sich orientieren an einer Tagesgage von ungefähr 1.000 Euro pro Tag, 700 bis 1.000 Euro pro Tag als Freiberufler innerhalb der Produktion. Was dann letzten Endes ein Monatsgehalt als Angestellter ausmachte von über 15.000 Euro brutto. Lange sieht in seiner Anstellung ein Kalkül. Mit seiner bekannten Handschrift sollte er RT in Deutschland etablieren helfen. Es ging also darum, erstmal das Image als seriösen Sender, so weit es geht, nach vorne zu treiben. Und dafür eben auch Leute zu finden und zu beschäftigen, die eben auch wissen, wie man in Anführungsstrichen seriöses Fernsehen macht, was den Zuschauer abholt und ihn auch erreicht. Daneben gibt es den Propagandaauftrag. Berichterstattung in RT über pro-russische Demonstrationen in Deutschland. Mehr Leute wachen auf, machen mit und widerstehen die Massenmedienlügerei. Die RT-Reporterin hat sichtlich Gefallen an den Parolen. Wunderbar, Valera, das hast du ganz toll gesagt. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ja. Ich würde aus meiner heutigen Erfahrung sagen, dass die gesamte Idee, Russia Today, beziehungsweise überhaupt dieses ganze RT-Netzwerk auf der Welt aufzubauen, überall den Hintergrund hat, zu destabilisieren. Überall den erhobenen Zeigefinger hochzuhalten und überall zu erzählen, was jetzt in Deutschland, in unserem Land falsch läuft. Es gab nichts Neutrales mehr. Lange zieht für sich Konsequenzen. 2021 sein Ende bei RT. Seitdem arbeitet er für andere Sender. Immer lauter und aggressiver wettern die russischen Auslandssender gegen das politische System Deutschlands. Also in der Corona-Zeit, in der Lockdown-Zeit gab es sehr viele Beiträge natürlich auf RT und Sputnik, die sich mit der Corona-Politik in Westeuropa beschäftigt haben. Der Tenor war immer identisch. Die Regierung möchte euch klein halten. Wir sind auf dem Weg in den Faschismus. Die Demokratie geht verloren. Lasst euch nicht impfen. Nach dem Ukraine-Einmarsch kommt der Sender RT auf die Sanktionsliste der EU. Die Begründung: RT verfolge eine systematische Kampagne der Medienmanipulation mit dem Ziel der Destabilisierung der Europäischen Union. Doch trotz des offiziellen Sendeverbots arbeitet der russische Sender weiter. Russia Today wurde ja im März verboten.
Und wir finden, wenn wir uns die Google-Suchanfragen anschauen, finden wir auch die Bemühungen auch im Westen, diese Sperre zu umgehen, beispielsweise über ein VPN. Aber es gibt mittlerweile auch Dienste wie Odyssey, die es gar nicht mehr erforderlich machen, irgendwelche technischen Tricks anzuwenden, um Russia Today zu empfangen. Wer kennt es nicht? Man will auf die Webseite von rt.de, aber die EU lässt einen nicht. Die russische Propagandamaschine läuft weiter und lässt sich offensichtlich auch von der Europäischen Union nicht aufhalten. Das Internet macht es möglich. In welchem Umfang der Sender RT das Verbot umgeht, überrascht selbst Expertinnen. Die Arbeit läuft weiter. Sie ist sogar intensiviert. Es gibt einen Live-Ticker zum Ukraine-Krieg, wo man also von morgens bis abends aktuelle Nachrichten lesen kann. Auch das Fernsehprogramm wird weiter produziert und verbreitet. Und ich denke, das ist ein Skandal, weil wir haben ja die EU-Sanktionen, die die Verbreitung der RT-Inhalte verbietet. Das ist ein Skandal, dass es nicht durchgesetzt wird. Inzwischen wird auch der Ton der Propagandisten rauer. Bislang richtete sich ihre Kritik oftmals nur gegen die Unterstützung des Westens für die Ukraine. Jetzt zielen sie auch gegen das politische System in Deutschland. So wie hier auf einer Veranstaltung in Köln im September 2022. Und wir müssen aufhören, Vasallen der Amerikaner zu sein und das tun, was die Amerikaner von uns verlangen. Frau Annalena Baerbock, Sie sind eine Gefahr für Europa. Treten Sie zurück. Nehmen Sie Ihre ganzen Volksverräter mit, treten Sie selbst zurück, bevor Sie vom Thron gestoßen werden. Und dann spricht ein AfD-Redner sogar davon, dass Russland Deutschland befreien müsse. Und wenn schon Russland die Ukraine von Nazis befreit, dann sollen die auch bei uns eine Berlin-Ordnung schaffen, denn wir haben auch die Nazis bei uns sitzen. Der Kampf mit Worten wird immer offener ausgetragen, mit einem klaren politischen Kalkül, beobachtet Datenanalyst Steven Broschardt. Also das Hauptziel der russischen Propaganda dürfte in erster Linie ja einen staatszersetzenden Charakter haben. Es wird immer wieder herausgestellt, wie gespalten eigentlich auch die westliche Gemeinschaft ist. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Kriegspropaganda, Destabilisierung, die Verächtlichmachung der deutschen Demokratie. Was kann man dagegen tun? Auf Anfrage von ZDF Zoom erklärt das Bundesinnenministerium, die Verbreitung von Desinformationen gehöre zu den großen sicherheitspolitischen Herausforderungen, denen man sich stelle. Bereits kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde eine interministerielle Taskforce etabliert, durch die ein Austausch zur Erkennung und Abwehr hybrider Bedrohungen, insbesondere Desinformation, im Zusammenhang mit Russlands Krieg in der Ukraine sichergestellt wird. In der Ukraine rollen Panzer, um Russlands Weltordnung zu erzwingen. In Deutschland versuchen Propagandisten immer offener, die Gesellschaft zu verunsichern. Allein mit Verboten ist der Kampf der Worte offensichtlich nicht zu gewinnen. Kriegspropaganda muss konsequenter verfolgt, Sanktionen müssen durchgesetzt werden. Für Deutschlands Demokratie eine Bewährungsprobe.